Ein bewegender Tag in Rom. Ich habe heute zwei Päpste besucht, Papst Franziskus und Papst Benedikt. Es war sehr bewegend deswegen, weil natürlich ein Papstbesuch immer etwas Besonderes ist. Der Sprecher, man kann vielleicht sagen, der Inoffizielle der Christenheit, eine große Instanz, eine moralische Instanz in der Welt. Es war sehr spannend, man spürt das Wohlwollen, das Bayern genießt, für seine Haltung, für sein Bekenntnis zu einer christlich geprägten Gesellschaft, aber auch zu den Aktivitäten wie Pflegegeld und Familiengeld, wo wir uns hier um die Ärmeren und die Schwächeren der Gesellschaft auch kümmern wollen. Also auf der einen Seite. Und dann natürlich habe ich bei Papst Benedikt die Grüße aus Bayern ausgerichtet. Er hat sie zurück ausgerichtet an alle Bayern. Wir haben ihm jetzt Geschenke mitgebracht, süß und salzig. Papst Franziskus mag mehr Konfitüre, Pralinen, Schokolade und Nürnberger Lebkuchen. Und Papst Benedikt salzig, das heißt bayerische Weißwürste, Bratwürste und natürlich auch sowas wie Leberknödel. Also es war ein sehr bewegender Tag, ein spannender Tag für mich. Und man kann eines sagen, wir in Bayern sind sehr, sehr gern und gesehen und willkommen hier auch im Vatikan.